Schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast von Affis Adventures. Mein Name ist Michi und ich bin ja die Stimme vom Podcast. Und meine Vision ist es einfach, das Bewusstsein von den Menschen noch mal ein bisschen für Tiere und die Natur zu sensibilisieren und Affen und auch andere Wildtiere zurück in die Herzen der Menschen zu bringen. Und dabei ist es mir einfach ganz, ganz wichtig, über Nachhaltigkeit, Tourismus und Angebote aufzuklären, die du wahrnehmen kannst, weil ich weiß, Tiere sind toll, Tiere sind faszinierend, ich liebe Tiere. Aber was können wir tun, um ihnen in Anführungszeichen nahe zu sein, ohne ihnen zu schaden? Und aus dieser Vision heraus ist eben auch meine eigene Idee entstanden, eine Organisation zum Schutz von Affen zu gründen. Dabei unterstützen wir Tierschutzstationen, indem wir anderen Menschen die Möglichkeit geben, vor Ort als ehrenamtliche Tierschützer mitzuhelfen. Genau, das ist so meine Vision. Und die Frage, die ich so unfassbar oft zu diesem riesigen Traum gestellt bekomme, ist, warum es mir so leicht fällt, meinem Herzen zu folgen und mich nicht von meinem Weg abbringen zu lassen. Und genau das möchte ich heute mit dir besprechen. Ich weiß, dass ich mir mit diesem Gesamtpaket als Tierschützerin auf jeden Fall ein echtes Mammutprojekt aufgehalst habe. Und dass es auch unfassbar viel Arbeit und Aufwand und nicht der normale Weg ist. Und trotzdem bereue ich keine Sekunde, dass ich mich jetzt vor 5 Jahren irgendwie in die Affen verliebt habe und dass ich vor 2 Jahren entschlossen oder mich dazu entschlossen habe, eine Organisation zu gründen, weil es mich einfach wirklich mehr als alles andere erfüllt. Aber so richtig losgegangen, also so gesagt, ich mache das jetzt, komme, was wolle, das war ungefähr erst vor einem Jahr. Und zwar habe ich da einen Fragebogen beantworten müssen. Und da ging es auch so ein bisschen um Psychologie und welchen Traum man eben hat und was man sich für sein Leben wünscht, so die schönste Vision, die man sich erschaffen kann. Und man hat sich so richtig, richtig da reingeträumt und ich habe mich dann gesehen, ich bin Tierschützerin in Afrika, ich habe meine eigene Farm, ich schreibe einen Bestseller über mein Leben mit den Affen, ich bringe Affen und die Natur und alles zurück in die Herzen der Menschen und kann ganz viele Menschen auch aufklären über Tierschutz, Tierschutz auf Reisen, Nachhaltigkeit. Und ich bin da aufgeblüht und aufgegangen, als ich darüber nachgedacht habe, dass ich wirklich so in Anführungszeichen hauptberuflich Tierschützer sein kann, dass ich hauptberuflich mich für Affen und andere Wildtiere einsetze. Boah, da hat mein Herzchen angefangen zu klopfen, wirklich, als wäre ich frisch verliebt. Und dann kam eben am Ende oder ein bisschen später in diesem Fragebogen diese Frage: Was ist, wenn du deinen Traum nicht lebst? Und das hat mir irgendwie so schlagartig die Augen geöffnet, weil in diesem Moment, ich studiere immer noch, aber in diesem Moment war ich halt in meinem Studium, hatte das Ziel dann als Grundschullehrerin zu arbeiten, vielleicht in meinen Sommerferien immer mal wieder nach Afrika zu reisen. Aber ich dachte dann immer, okay, das ist sicher, ich habe dann den sicheren und festen Job, bin verbeamtet und kann mir in meinen Sommerferien eben leisten, so nebenbei mal zu helfen. Und dann habe ich halt festgestellt, wenn ich meine Träume nicht lebe, von wegen ich gründe meine eigene Organisation, dann ist das mein Leben. Und das war so der Moment, wo ich saß und angefangen habe zu weinen. Und ich habe nicht geweint, weil das Leben schlecht oder so wäre. Also ich mag meine Grundschulkinder immer noch super und ich liebe sie, wenn ich im Praktikum bin. Und ich glaube auch nicht, dass es schlecht gewesen wäre oder dass Sicherheit oder Beamtentum oder irgendwas schlecht ist. Also jeder hat ja seine eigene Definition von einem erfüllten und erfolgreichen Leben. Aber meine Definition von einem erfüllten und erfolgreichen Leben, Entschuldigung, erfülltes und erfolgreiches Leben, war, dass ich mein ganzes Leben den Affen, dem Tierschutz und der Natur widme. Und das ist das, wo mein Herz gestrahlt hat, wo ich gestrahlt habe, wo ich aufgeblüht bin. Alleine wenn ich davon, ja, alleine wenn ich jetzt davon spreche, grinse, strahle ich über das ganze Gesicht. Und wenn ich das nicht tue, würde ich mir selbst dieses Strahlen, dieses Glück, diese Liebe, all diese positiven Gefühle vorenthalten. Ich würde auf jeden Fall ein gutes Leben führen, aber ich würde nicht das Leben führen, was für mich Erfülltheit und Erfolg bedeutet. Und das ist mir in diesem Moment bewusst geworden. Und der Umkehrschluss aus all dem ist halt, dass ich für mich festgestellt habe, wenn ich das nicht tue, dann belüge ich mich selbst und ich sehe aktuell so viele Menschen, die vielleicht ihr Leben auf den Werten und Träumen anderer aufgebaut haben
und damit unglücklich sind, zum Teil so semi-glücklich. Manche sind auch ganz zufrieden, aber ich sehe nicht dieses Strahlen in den Augen vieler Menschen, was ich sehe, wenn ich von Affen- und Tierschutz spreche. Und mit diesem Wissen und mit dieser Erkenntnis, ja, habe ich mich einfach gefragt, okay, was muss ich dann tun? Und mein Herz sagte einfach, folge mir, gehe deinen Weg, du weißt ganz genau, wo er hinführt. Und ja, er führt in ein Leben, in dem ich Tierschützerin bin, in dem ich meine eigene Tierschutzorganisation gründe, in dem ich jeden Tag von Affen Berichte erzähle, schreibe, lese, liebe und in dem ich das Gefühl habe, jeden Tag etwas zu tun, was mein Herz zum Strahlen, mein Mund zum Lächeln und ja, mich zum Lieben bringt. Und dann fällt es mir auf einmal ganz, ganz leicht, meinem Herzen zu folgen. Und dann fällt es mir auf einmal auch überhaupt nicht mehr schwer, Risiko einzugehen oder verrückte Dinge zu tun. Das heißt nicht, dass ich keine Angst habe und es das heißt bei Gott nicht, dass da keine Probleme auf mich zukommen. Ich habe das letztes Jahr im August beschlossen. Im Dezember war ich so weit, dass ich meine Niere verkaufen wollte, weil ich gemerkt habe, okay, scheiße, so eine Organisation, die Gründung, das kostet Tausende und Tausende Euros und ich habe vielleicht die Hälfte davon gerade weggespart. Ich habe mein Buch geschrieben in 4 Wochen und habe fast ein Jahr nach Beendigung des Buches immer noch keine Verlagszusage. Und trotzdem höre ich nicht auf. Ich gehe weiter. Ich habe mein zweites Buch geschrieben, was ich gerade lektoriere. Dann kam Corona. Ich hatte alles eigentlich geplant. Ich hatte die Crowdfunding-Kampagne erfolgreich beendet, hatte endlich das Geld zusammen, was ja auch ein Zittern und Bangen war. Dann kam Corona und hat mich nach Hause geschickt. Und jetzt sitze ich hier und muss meine Pläne nochmal neu machen. Und trotzdem weiß ich, dass jeder Schritt, den ich in den letzten 9 Monaten gemacht habe, richtig war. Und ich vertraue trotzdem zu 1 Milliarde % auf diesen Weg, weil ich weiß, dass diese Liebe und dieses Gefühl mich nie trügen könnte. Und weil ich genau weiß, 1 zu 1, wer meine Geschichte mit Barney kennt, dass es sich immer lohnt, dem Herzen zu folgen. Für alle, die die Geschichte mit Barney nicht kennen, ich verlinke die Folge dazu nochmal in den Shownotes. Das ist so meine absolute Lieblingsgeschichte mit den Affen. Hör sie dir deswegen auf jeden Fall an. Und genau, was kann ich dir dafür mit auf den Weg geben? Was ich dir ganz ehrlich mit auf den Weg geben kann, sind ein paar Fragen, die du dir vielleicht selbst beantworten solltest. Und vielleicht siehst du die Welt und dein Leben und dich danach ein bisschen anders. Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist: Was sagt dein Herz? Wenn du deine Augen schließt und auf dein Herz hörst, was ist die größtmögliche Vision? Was ist das wunderschönste Leben, was du dir vorstellen kannst? Also wirklich dieses Nonplusultra, wo du weißt, dass es dich erfüllt, wenn du jetzt die Augen zumachst. Wenn ich jetzt meine Augen zumache, dann sehe ich mich auf meiner eigenen Farm in Afrika mit Affen und einer Organisation, die jedes Jahr dazu beiträgt, tausende Affen wieder auszuwildern und ja, einem Unternehmen, was anderen Menschen die Möglichkeit gibt, auf nachhaltige Art und Weise mit Tieren in Kontakt zu kommen. Und ich sehe mich da mit meinem wunderschönen Hippie-Kleid, was total schmutzig von den Affen gemacht wurde, meinem Mann an der Seite und ja. Die Sonne Afrikas geht unter und ich bin einfach nur erfüllt und glücklich, weil ich zu 1000% meine Wahrheit lebe und das ist einfach Affen, Michi und Marc. Schließ du jetzt einfach gerne mal deine Augen und denk drüber nach, was wäre das allergeilste Leben, was du dir vorstellen kannst. Du kannst ja auch gerne Stopp drücken und gerade mal ein bisschen anfangen zu träumen und wenn du soweit bist, drückst du einfach wieder Play. Die zweite Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist: Bin ich gerade auf dem Weg, dieses Leben zu leben? Und wenn nicht, was kann ich ändern, um mich auf den Weg zu machen? Und bei mir war das einfach ganz klar. Ich habe ein Studium gemacht für Lehramt, hatte meinen Fokus darauf, ganz viel Energie auch da rein investiert und musste halt dann feststellen: Okay, die Energie, die ich in etwas investiere, was mich vielleicht zufriedenstellt, aber nicht glücklich macht, ist einfach zu viel. Das heißt, ich habe angefangen zu schauen, was kann ich machen, um viel mehr in das zu gehen, was mir, ja, was mich mit Liebe und Glück erfüllt. Und was kann ich jetzt aufbauen? Wie kann ich die ersten Schritte in Richtung dieses Leben gehen? Und was mir halt einfach kam, ist, ich schreibe mein Buch darüber, um einfach nochmal voll und ganz in das Gefühl der Affenliebe einzutauchen
Und dann fange ich an, meine Homepage, mein Unternehmen, meine Organisation aufzubauen. Ich habe jeden Tag Schritt für Schritt daran gearbeitet. Und auch das war wichtig. Ich habe jeden einzelnen Tag daran gearbeitet. Ich glaube, in den letzten 9 Monaten gab es nicht einen Tag, an dem ich nicht mindestens 1 bis 2 Stunden vor meinem Computer saß und daran gearbeitet habe, getüftelt an der Homepage, an der Webseite, am Blog, am Podcast, an E-Mails, an was auch immer. Und 2 Stunden ist schon niedrig gegriffen, weil es tatsächlich einfach auch dieses Bild von mir gibt, wo ich abends um 11 Uhr auf meinem Fahrrad strampel und dabei E-Mails beantworte, weil ich bin auch unfassbar sportlich und ich liebe und ich brauche meinen Sportausgleich. Und weil mein Tag so vollgepackt war, habe ich es teilweise nicht mehr geschafft, rauslaufen zu gehen. Und dann hat Marc mal ein Bild von mir gemacht, da sitze ich abends um 11 auf meinem Home-Cross-Trainer-Fahrrad, strampel mir einen ab und bin immer noch E-Mails am Beantworten. Und auch das gehört dazu, halt harte Arbeitstage. Aber um dazu zurückzukommen zur Frage, was kannst du machen? Wie kannst du dich jetzt auf deinen Weg begeben? Und entspricht das, was du heute machst, überhaupt dem, wo du hin willst? Auch hier drück gerne mal Stopp, geh in dich rein, schau, wo du aktuell stehst. Ist der Beruf, das, was du gerade ausübst, die Beziehungen, die du hast, förderlich für da, wo du hin willst, für das Traumleben, was du dir gerade erträumt hast? Oder müsstest du vielleicht ein, zwei Dinge ändern, Gespräche führen und nochmal neu anfangen? Und nachdem man dann irgendwie geträumt hat und auch gesehen hat, okay, es gibt Wege und Möglichkeiten, dahin zu gehen, wo ich hin will, dann ist diese Frage, und was, wenn du das nicht tust? Was, wenn du deinem Traum nicht die Möglichkeit gibst, zum Leben zu erwachen? Was, wenn du dich jetzt vielleicht nicht von den Dingen loslöst oder befreist, die dir nicht gut tun? Was, wenn du nicht anfängst, jetzt den ersten Schritt in Richtung Träume zu gehen? Was passiert dann? Und bei mir war das der Moment, oh, wo mein Herz gebrochen ist. Also ja, bei mir war das wirklich der Moment, wo mein Herz gebrochen ist. Deswegen nimm dir auch einfach die Zeit, schließ die Augen und frag dich, wenn ich 90 Jahre alt bin und ich bin eine süße Omi und schaukel auf meiner Schaukel in meinem Garten. Wäre ich von mir selbst enttäuscht, wenn ich mein Leben jetzt von mir aus nicht den Affen gewidmet hätte? Und ich wäre sagenhaft enttäuscht. Ich wäre traurig. Was nicht heißt, dass das Leben, was du jetzt hast oder was ich gehabt hätte, nicht gut ist. Aber entspricht es den Träumen, die du leben willst? Und auch hier, drück gerne Play. Stell dir mal vor, was ist, wenn du deine Träume nicht lebst? Und welche Konsequenzen das auch für dich hat. Puh, das ist auf jeden Fall immer schwierig und emotional. Auch für mich. Ich habe das jetzt gerade noch mal für mich im Kopf immer mit durchgemacht. Das hat mir aber jetzt auch noch mal so einen Schub gegeben, auf jeden Fall heute, obwohl Samstag ist, wenn ich die Podcast-Folge aufnehme, ganz viel in Liebe und Affen zu investieren. Und mir sind auch neue Ideen dabei gekommen. Aber ich hoffe, dass dir die Folge ein bisschen dabei geholfen hat zu verstehen, warum es mir in Anführungszeichen so leicht fällt, meinem Herzen zu folgen, warum ich so viele mutige Entscheidungen treffe, warum ich mich von nichts abhalten lasse, weil dieser Traum, diese Vision, diese Liebe, die ist so unbändig, die ist so unzähmbar, die ist so groß, dass ja, die nicht zu leben, mich wirklich unglücklich machen würde. Und ich glaube, für alle, die wirklich eine große Lebensvision haben, ich kann dir nur sagen, folge deinem Herzen, trau dich, das zu leben und versuche alles Mögliche bis zum letzten Punkt. Das heißt nicht, dass du nicht scheitern wirst. Also, ich habe auch schon so viele Dinge jetzt hier probiert und habe immer das Gefühl, es gibt neue Umwege, neue Stoppschilder. Dann kam Corona. Es läuft nichts, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich weiß trotzdem, ich bin auf dem richtigen Weg. Und ja, wenn du Träume hast, mach dich einfach los auf den Weg, damit du, wenn du als 90-jährige Omi in deinem Garten schaukelst, dich nie fragen musst, was wäre gewesen, wenn. Wow! Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Ich glaube, ich höre sie mir gleich doch mal selbst an. Ich freue mich gerade riesig darauf, die Folge zu schneiden. Irgendwie ist sie für mich nochmal auf eine ganz, ganz andere Art und Weise unfassbar emotional gewesen. Ich hoffe auch, dass sie dir gefallen hat.
Ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn du auf Facebook oder Instagram bei mir vorbeischaust und unter dem Post von der heutigen Folge deine Vision schreibst. Ich habe nämlich das Gefühl, dass in uns allen so viele tolle Träume schlummern und ich würde mich riesig freuen, wenn ich von deinen Träumen lesen darf. Deswegen schau auf Facebook oder Instagram unter Affis Adventures bei mir vorbei und teile mit mir deine Vision und lies dir bitte auch die Träume von anderen durch und keine Ahnung, verteil Liebe, verteil Herzen und ermutige andere Menschen auch an ihre Träume zu glauben. Denn das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Wir sind da manchmal in einer Gesellschaft, wo verrückte Träume immer so ein bisschen schief angeschaut werden. Aber wenn mal jemand zu dir kommt und dir sagt, das ist mein Traum und du denkst dir, was eine verrückte Idee, dann sag einfach, finde ich geil und unterstütze die Person da drin. Das war's von mir. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Sei frech wie ein Affe in Afrika. Lebe deine Träume, folge deinem Herzen und alles, alles Liebe, deine Michi.